vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch, dass Sie an der Leuphana Uni diese Ringvorlesung machen, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema ist, dass es da jetzt mal vorankommt nach vielen Jahren des Redens über, es sollte anders gehen, es sollte besser gehen, wo aber ja tatsächlich in der Landwirtschaft ein Strukturwandel weitergeht, der bald zu einer Situation führt, dass es vielleicht in Niedersachsen noch so eine Handvoll Höfe, Milchviehhöfe gibt und mit vielen Tausenden von Kühen und eine klassische Landwirtschaft, wie wir sie kennen, einfach gar nicht mehr da ist. Also ich glaube, das ist ganz schön dringend, worüber wir hier reden, und ich hoffe, dass es dann auch in Aktion mündet, zum Beispiel in weitere Gründungen von regionalen Werb-AGs oder solidarischen Landwirtschaften oder so. Also ich schreibe seit Jahren über Landwirtschaft, Konsum, Ökologie. Mein erstes Buch in einem populären Verlag war die Einkaufsrevolution, die darum ging, dass jeder Einzelne als Konsument eine Verantwortung hat. Dann habe ich geschrieben über diesen Widerspruch zwischen einerseits einer Milliarde hungernder Menschen auf der Welt und einer Milliarde fehlernährter durch Überernährung, durch falsche industrielle Ernährungsweisen. Also ich kreise immer um das Thema und bin jetzt zu dem im letzten Buch zur Wegwerfkuh gekommen, weil mich in der Tat dieser beschriebene Effizienzbehauptung, weil mich das frappiert hat, wie so zwei Diskurse komplett nebeneinander herlaufen können. Auf der einen Seite, sagen wir mal, sind die Umweltschützer, die Linken, die Aktivisten gegen Massentierhaltung, die Veganer, die Tierrechter, und die sagen, wir brauchen eine ökologische Landwirtschaft. Auf der anderen Seite ist das, sagen wir mal, das ganze der agrarindustrielle Komplex etwas vereinfacht. Viele Landwirte, auch konventionelle Landwirte, die sagen, wir sind so effizient, dass wir die Welt ernähren können. Und deshalb müssen wir das auch tun, und es wäre ja fatal, wenn wir mit unserer effizienten Landwirtschaft jetzt einfach nicht mehr produzieren würden. Und mir ist diese, also da laufen sozusagen zwei komplett widersprüchliche Diskursstränge zur gleichen Frage, wie ernähren wir die Welt, wie soll die Landwirtschaft in Zukunft aussehen, die laufen nebeneinander her. Mir ist das klar geworden auf einer Veranstaltung, die ich in Berlin moderiert hatte, von Brot für die Welt. Es ging um Zukunft der Welternährung und Hans Kern war eingeladen. Das ist einer der Pioniere der biologischen Schädlingsbekämpfung, der mal, im Prinzip kann man sagen, Hungersnot in Westafrika verhindert hat, weil er gemerkt hat, mit den und den Nützlingen aus Südamerika kann man diese Cassava-Ernte retten. Und er ist so ein bisschen der Held der alternativen Szene, der leitet jetzt das Millennium-Institut in den USA, langjähriger Aktivist. Und der hat auf Studien verwiesen in Berlin, wonach die sogenannte effiziente industrielle Landwirtschaft einen Input von 10 Kalorien hat, um eine Kalorie zu erzeugen. Also das betrifft die US-Landwirtschaft mit hohem Mineraldüngereinsatz, der ja mit viel Energie erst produziert wird. Also eine ganze Menge Energie geht rein, damit dann viel auf einem Feld wächst, und das Input berechnet man nicht. Und er sagt, das ist natürlich total ineffizient, wenn man erst 10 Kalorien erzeugen muss, um dann eine in Form von Lebensmitteln rauszukriegen. Und da meldete sich einer aus dem Publikum und sagte, ja, das klingt jetzt alles total überzeugend, diese ganzen Sachen, aber er sei letzte Woche auf einem Vortrag gewesen vom Deutschen Bauernverband, und da hat er das Gegenteil behauptet worden, dass nämlich genau das, was sie jetzt machen würden, wahnsinnig effizient sei, ohne diese effiziente Erzeugung von immer mehr Ertrag pro Hektar. Und er würde jetzt gerne mal wissen, wie sich dieser Widerspruch nun aufschlüsselt. Und mich hat das, diese Frage, denn natürlich, wenn man sich nicht näher damit beschäftigt, muss einem das ja widersprüchlich vorkommen. Und dieser Widerspruch, das hat mich animiert, sozusagen dem mal weiter nachzugehen und die Effizienzbehauptungen der industriellen Landwirtschaft nachzurechnen. Also auf den ersten Blick gibt es ohne Zweifel Produktivitätsfortschritte. Das war 1950, hat ein Landwirt 10 Menschen ernährt und heute sind es 140. Also ein Landwirt, ein landwirtschaftlicher Arbeitsplatz bringt genug Lebensmittel für 140 Menschen. 1950 galten Milchkühe als gut, wenn sie 4000 Liter oder Kilogramm Milch pro Jahr gegeben haben, und heute sind es über 8000. Also das ist ja erstmal eine Produktivitätssteigerung. Und bei der Produktion auf dem Acker ist es genauso. Da gab es in den Jahren so um die Jahrhundertwende, um 1900, brauchte man für 10 Tonnen Weizen 5 Hektar Land, und 100 Jahre später braucht man für 10 Tonnen Weizen nur noch 1,35 Hektar. Also auch nochmal eine Vervielfältigung des Ertrages. Die Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft, die ein bisschen das Kommunikationsorgan ist von, sagen wir mal, von allen Großagrariern, die schreiben, das bedeutet, die Effizienz der Flächennutzung konnte in rund 100 Jahren um den Faktor 4 gesteigert werden. Und zur Ressourceneffizienz in der Milchproduktion schreiben sie, eine leistungsstarke Kuh benötigt für die vierfache Milchmenge nur die 2,8-fache Energiemenge und ist somit deutlich effizienter. So, auf den ersten Blick kann man da ja nichts sagen, ne? Also mehr Ertrag ist mehr Ertrag.
Da hat man so ein bisschen das Bild dabei, also die alte Kuh, die Weidekuh, das deutsche Niederungsring steht so auf der Weide und frisst und frisst und frisst und rülpst und produziert Methan, Klimawandel schädlich, und die neue Spitzenkuh steht im Stall, frisst ganz effizient Milch und gibt wahnsinnig viel Milch und ist damit effizienter. Also auf den ersten Blick denkt man Wahnsinn. Ich habe dann so gedacht, dass es so für Journalisten vielleicht auch so eine Effizienzsteigerung gibt, irgendwie so eine Art Zuchtfortschritt, dass ich mit der 2,8-fache Menge Schokolade die vielfache Menge Text produzieren könnte. Also ich würde das gerne mal ausprobieren. Aber die Frage ist natürlich, jetzt stimmt diese Rechnung? Und ist in diesen Rechnungen des offiziellen Werbeorgans der industriellen Landwirtschaft, ist da das gesamte Input eingerechnet? Und ich habe mich dann an den Geschäftsführer dieser Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft gewandt. Ich glaube, das ist Kabelklopft immer so. Und gefragt, wie sie denn das Input berechnet haben. Der Leiter der Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft ist ein Dr. Anton Kraus, der hat früher für einen Pflanzenschutzmittelproduzenten gearbeitet. Und er sagt, ja, das könnten Sie jetzt nicht mehr so genau sagen. Sie hätten nämlich auf Quellen Dritter zurückgegriffen. Aber es sei wichtig, dass die Ertragssteigerung auch nicht nur durch ein Mehr an Pflanzenschutz und Düngung erreicht worden sei, sondern auch durch leistungsfähigere Sorten. Und die Anbauverfahren seien auch verbessert worden und so weiter. Der hat also für Bayer Crop Science bis 2013 gearbeitet und ist danach gleich aufgerückt sozusagen in die Landwirtschaftsförderung. Und dann habe ich bei den Kühen gefragt, ja, wie ist es denn jetzt mit dieser Milchsteigerung und bei den Berechnungen, dass mehr Milch auch klimafreundlicher sei. Dann habe ich den entscheidenden Inputfaktor gefragt, ob sie denn eingerichtet hätten, wie lange diese Kuh diese hohe Leistung. Und da war dann auch wieder die Antwort, da müssen Sie mal nachgucken, wie der Quellendritter.